Diesen Nachwuchslandwirten ist die Zukunft so gar nicht egal. Ihre Botschaft: Wir wirtschaften nachhaltig. Und das wollen sie allen da draußen zeigen. Deswegen geht's ab in den Bus auf eine Rundfahrt zu den Betrieben der Schüler. Meine Familie und ich wirtschaften nachhaltig, weil wir seit dem Jahr 2004 eine Solaranlage mit 24 Kilowatt Peak auf unseren landwirtschaftlichen Gebäuden installiert haben. Hallo, ich bin Eva Eichmüller und unser landwirtschaftlicher Familienbetrieb liegt in Eltersdorf südlich von Erlangen. Unsere Hühner halten wir in einem Hühnermobil. Somit können sich unsere Hühner nach Lust und Laune im frischen Gras frei bewegen und scharen, wohnen, wie sie wollen. Ich bin der Daniel Schuh und unseren Milchviehbetrieb mit 30 Kühen führen wir seit über 30 Jahren biologisch, weil uns eine nachhaltige, umweltfreundliche und artgerechte Tierhaltung sehr wichtig ist. Servus, ich bin Martin Galster und ich wohne am Fuß des Weiberlers. Das sollte allen bekannt sein. Und wir wirtschaften daheim besonders nachhaltig, weil wir einen Laufhof haben für die Kühe, wo sie sich frei bewegen können. Und besonders stolz sind wir von einer glücklichen Strohschweinin. Und die Rundfahrt geht noch weiter. Zu Frank Schwarz, der in einer Biogasanlage Gülle zu Strom und Wärme verarbeitet. Zu Florian Kaspar, der seine 40 Hektar Grünland nur mit Jauche und Stallmist düngt. Und auf dem Hof von Florian Fischer wird die benötigte Heizenergie durch Hackschnitzel aus Abfallholz gewonnen. Die Berufsschüler sind auf dem richtigen Weg und fordern auch andere zur Nachhaltigkeit auf. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.